Was lesen wir im Alten Testament über die falschen Propheten? 5. Mose. Ich lese nur schnell vor aus Kapitel 13. Da heißt es: Wenn in deiner Mitte ein Prophet oder Träumer aufstehen wird und dir ein Zeichen oder Wunder angibt, das Zeichen oder Wunder trifft ein, von dem er zu dir geredet hat, der spricht nun, lass uns anderen Göttern nachfolgen, die du nicht gekannt hast, und lass uns ihnen dienen, so sollst du den Worten eines solchen Propheten oder eines solchen Träumers nicht gehorchen, denn der Herr, euer Gott, prüft euch, um zu erfahren, ob ihr den Herrn, euren Gott, wirklich von ganzem Herzen und ganzer Seele liebt. Dem Herrn, eurem Gott, sollt ihr nachfolgen und ihn fürchten und seine Gebote halten und seiner Stimme gehorchen und ihm dienen und ihm anhängen. Jetzt kommt's, ein solcher Prophet aber oder ein solcher Träumer soll getötet werden, weil er Abfall gelehrt hat von dem Herrn, eurem Gott, der euch aus dem Land Ägypten geführt hat und dich aus dem Haus der Knechtschaft erlöst hat und so weiter. Hey, wir hassen falsche Propheten, okay? Falsche Propheten sind Müll, falsche Propheten sind der letzte Abfall. Sie sind buchstäblicher Abfall. Sie reißen Leute mit sich in die Hölle. Seien sie verflucht. Und wenn wir die Verse aus dem Neuen Testament vergleichen mit denen aus dem Alten Testament, worum geht es wohl bei dem Verfluchen? Nun, es wäre besser, wenn sie sterben. Aber, was ich dazu sagen will, diese Verse, die ich euch vorgelesen habe, sollten die heutzutage von einem Staat umgesetzt werden, dass ein Staat falsche Propheten tötet? Die Antwort ist ein klares Nein. Und lass mich dir erklären, warum. Die Bibel sagt in Hebräer Kapitel 8, Vers 7, denn wenn jener, du musst das nicht aufschlagen, denn wenn jener erste Bund tadellos gewesen wäre, so wäre nicht Raum für einen zweiten gesucht worden. Denn er tadelt doch, indem er zu ihnen spricht, siehe es kommen Tage, spricht der Herr, da ich mit dem Haus Israel, mit dem Haus Juda einen neuen Bund schließen werde. Also der erste Bund, das Alte Testament, der erste Bund war nicht tadellos. Warum? Nun, das lag nicht an Gottes Gesetzen. Gottes Gesetze sind perfekt. Ich glaube, dass die Gesetze in 5. Mose, die ich euch vorgelesen habe, perfekt sind. Amen. Das ist gut, was da steht. Jesus hat das Gesetz natürlich bestätigt im Neuen Testament. Nicht so, dass es einfach so keine Bedeutung mehr hat. Und oh, das Alte Testament. Oh. Hey, das ist Gottes perfektes Wort. Liebe das Alte Testament. Liebe Gottes Gesetze. Aber hier ist das Ding. Warum war der erste Bund nicht tadellos? Dann heißt es, denn er tadelt doch, indem er zu ihnen spricht. Siehst du, Gott tadelt die Menschen, die nicht die Gebote gehalten haben. Im Alten Testament gab es ein physisches Volk Gottes, das Volk Israel. Aber wenn sie nicht dem Herrn gefolgt sind, dann hat Gott sie verstoßen, dann waren sie nicht mehr Gottes Volk. Das war tatsächlich im Alten Testament daran gebunden, ob sie die Gesetze des Herrn gehalten haben, ob sie eben auch all die Opfer dargebracht haben, ja, ob sie beschnitten waren und so weiter. Und siehst du, heutzutage gibt es aber nicht mehr ein physisches Volk auf Erden. Es gibt heutzutage keinen Gottesstaat mehr und Gott will nicht, dass es heutzutage einen Gottesstaat gibt. Warum? Wir haben das gesehen im Alten Testament, das Alte Testament hat nicht funktioniert. Er tadelt sie. Sie sind nicht in seinen Geboten gewandelt. Sie sind nicht dem Herrn nachgefolgt. Sie sind vom Herrn abgefallen. Und dann hat Gott sie verstoßen. Ein Gottesstaat funktioniert nicht. Das liegt nicht an Gottes Gesetzen, sondern es liegt an unserer Sündhaftigkeit. Das Alte Testament zeigt uns unsere Sünde auf. Wären wir sündlos, ja, natürlich Gottesstaat. Amen. Aber heutzutage, was sagt Jesus? Er hat zu den Juden gesagt, darum sage ich euch, das Reich Gottes wird von euch genommen und einem Volk gegeben werden, das dessen Früchte bringt. Und es gibt heutzutage nur noch ein geistliches Volk Gottes, kein physisches Volk Gottes mehr, keinen Gottesstaat mehr. Um einen Gottesstaat zu haben, was wäre dazu nötig? Nun, dass die Leute auch wirklich an den Herrn glauben. Denn was lernen wir von dem alten Israel? Sie haben an den Herrn nicht geglaubt, sind vom Herrn abgefallen. Gott hat sie verstoßen. Ein Gottesstaat funktioniert nicht. Ich glaube, ja, dass ein Staat heutzutage gerechte Gesetze der Bibel umsetzen sollte. Aber da geht es um Gesetze, in denen es um objektive Moral geht. Ich glaube, dass ein gerechter Staat heutzutage 3. Mose 20, Vers 13 umsetzen sollte. Wenn ein Mann bei einem Mann liegt, als würde er bei einer Frau liegen, so haben sie beide einen Gräuel begangen, sie sollen unbedingt getötet werden, ihr Blut sei auf ihnen. Ja, das soll heutzutage umgesetzt werden. Amen. Weil es dabei um eine objektiv moralische Sache geht, wo auch Ungläubige erkennen können, okay, das ist verwerflich, das ist ekelhaft, das ist bizarr. Wo Psychologen, weltliche Psychologen erkennen, diese Leute, für die gibt es keine Hoffnung, die kann man nicht verändern, es gibt keine Heilung für sie, sie sind Pädophile, sie sind Vergewaltiger, sie werden weitermachen, du kannst sie nicht ändern. Dazu musst du nicht an die Bibel glauben, um das zu verstehen, dass es krank ist, sowas. Okay, das ist nur mal so als Beispiel. Aber wenn es um solche Gesetze geht, wie dass falsche Propheten getötet werden sollen, wozu ich Amen sage, das sind gute Gesetze, wir können was daraus lernen,
wie wir, was unsere Haltung sein sollte gegenüber falschen Propheten. Sollen wir sie lieben? Nein, wir sollen sie hassen. Seien sie verflucht. Aber sollte sowas heutzutage umgesetzt werden, nun dazu bräuchte es einen Gottesstaat. Aber rate mal was, das Prinzip des Gottesstaates hat nicht funktioniert. Das Alte Testament ist vorbei, wir sind im Neuen Testament. Es gibt nur noch ein geistliches Volk. Um solche Gesetze durchzusetzen, ein solcher Prophet aber und ein solcher Träumer soll getötet werden, bräuchte es einen Staat, in dem die Leute tatsächlich gläubig sind. Denn das ist eine reine Angelegenheit des Glaubens. Das ist nicht etwas, wo ein Ungläubiger sagen könnte, okay, ich kapiere, ja, warum das ein gutes, sinnvolles Gebot ist. Dazu braucht es tatsächlich einen Glauben in dem Herzen des Menschen. Aber das würde nur funktionieren in einem Gottesstaat, in dem jeder wirklich dem Herrn folgt. Haben wir nicht, soll es nicht mehr geben. Und lass mich dir einen weiteren Vers zeigen, Matthäus Kapitel 13. Wenn du Zweifel hast an dem, was ich hier sage, hey, lass mich dir zeigen, was die Bibel sagt im Neuen Testament eindeutig. Matthäus Kapitel 3, Vers 24. Ein anderes Gleichnis legte er ihnen vor und sprach, das Reich der Himmel gleicht einem Menschen, der guten Samen auf seinen Acker säte. Während aber die Leute schliefen, kam sein Feind und säte Unkraut mit unter den Weizen und ging davon. Als nun die Saat wuchs und Frucht ansetzte, da zeigte sich auch das Unkraut. Und die Knechte des Hausherrn, Matthäus 13, Vers 27, die Knechte des Hausherrn traten herzu und sprachen zu ihm, Herr, hast du nicht guten Samen in deinen Acker gesät? Wo hat er denn das Unkraut? Er aber sprach zu ihnen, das hat der Feind getan. Da sagten die Knechte zu ihm, willst du nun, dass wir hingehen und das zusammenlesen? Er aber sprach, nein, damit ihr nicht beim Zusammenlesen des Unkrauts zugleich mit ihm den Weizen ausreißt. Lasst beides miteinander wachsen bis zur Ernte. Und zur Zeit der Ernte will ich den Schnittern sagen, lest zuerst das Unkraut zusammen und bindet es in Bündel, dass man es verbrenne, den Weizen aber sammelt in meine Scheune. Was ist die Auslegung des Gleichnisses? Dann heißt es in Vers 36 nämlich, oder in Vers 37, und er antwortete und sprach zu ihnen, der den guten Samen sät, ist der Sohn des Menschen. Der Acker ist die Welt, der gute Samen sind die Kinder des Reichs, das Unkraut aber sind die Kinder des Bösen. Damit ist der Teufel gemeint. Ja? Der Feind, der es sät, ist der Teufel. Die Ernte ist das Ende der Weltzeit, die Schnitter sind die Engel. Also der Teufel, der sät eben sein Unkraut. Ja, Kinder des Teufels. Wer sind das? Falsche Propheten. Und was sagt die Bibel? Sollen wir das Unkraut einfach ausreißen? Sollen wir uns im Neuen Testament darum kümmern? Er sagt, nein, damit ihr nicht beim Zusammenlesen des Unkrauts zugleich mit ihm den Weizen ausreißt. Also, wir sollen einfach warten bis zur Zeit der Ernte und Jesus Christus wird sich darum kümmern. Hier ist das Ding, es kann sein, dass Gott es auch zulassen will hier und da, dass ein falscher Prophet am Leben bleibt. Um Leute zu richten, dass sie eben an der Lüge glauben, dass sie einer starken Versuchung erliegen. Einer starken Verführung erliegen, meine ich. Also, das ist ein Gesetz aus dem Alten Testament, dass eben falsche Propheten getötet werden sollen, dass aus dem wir etwas lernen. Ja, alle Schrift ist von Gott angegeben. Wir können das natürlich immer noch anwenden. In dem Sinne, hey, wir hassen Irrlehrer. Sie sind Kinder des Todes. Sollen sie sterben? Das ist etwas, was heutzutage buchstäblich umgesetzt werden sollte von einem Staat. Nein, wir haben heutzutage keinen Gottesstaat mehr. Jesus sagt, lasst beides miteinander wachsen. Sowohl das Unkraut, ja, die Kinder des Bösen, die Kinder des Teufels und Christen. Lasst beides miteinander wachsen bis zur Ernte.